willkommen bei Elbow Gaming TV. Wir beginnen mit dem ersten Game, mit dem ersten Let's Play von Stronghold 2. Und wir machen hier die Kampagne durch, also wir starten bei Kapitel 1. Ich habe das Ganze hier schon gespielt, aber ich mag es mit euch jetzt nochmal spielen. So, die Suche nach dem König, die erste Mission, und ich halte einfach mal jetzt den Mund. Holt ihn vom Pferd! Idiot! So. Ah ne, die reden noch. Der König? Nein, Barclay hat ihn nicht. Vielleicht stimmen die Gerüchte. William, was, wenn er wirklich geflohen ist? Schnell, wir müssen das Boot erreichen. Okay. Kämpft euch durch die Wachen und erreicht das Boot. Das machen wir doch glatt. Reitet zu dem Wachhaus. Sie wollen uns abdrängen. Ja. Scheint eine ziemlich starke Burg zu sein. Ja. Die Spione, sie dürfen nicht passieren. Und jetzt battle. Ja, battle. Macht sie fertig. Ich hab keinen Shot gehabt. Und schon ist die Mission abgeschlossen. Was jetzt? Oh Mann. Jetzt, Master Steel, reisen wir entlang dem Fluss zu einer vergessenen Burg. Einige Mönche bedürfen eurer Hilfe. Es ist also wahr. Sie suchen nach ihrem König. Ja, Sieg. Abgeschlossen. Toll. Machen wir auch noch das zweite Kapitel, der erste Befehl. Denn wir haben jetzt bald so viel Zeit. Trefft ihr euren ersten Untergebenen, Tom Simpkins, den Informanten. Möge er euch treu dienen. Ich muss Lebewohl sagen, Matthew. Ich reite weiter, um Unterstützung für unsere Sache zu suchen. Tja. Sir William sprach oft über unsere Sache. Aber wenn der König tot oder auf der Flucht ist, weiß ich nicht, wofür wir kämpfen. Vor 3 Wochen noch war ich Sir Williams Page. Doch nun sind so wenige Königstreue übrig, dass ich inzwischen meine eigene Länderei befehlige. Das finde ich echt cool. Ihr müsst so, ein Vorratslager dann bauen wir mal einen Vorratslager, so wie er es platziert mir sagt. Euren Kornspeicher, Sire. Mach ich. Leute kommen auf die Burg. So. Bauen wir mal ein paar. Wenn das nicht der junge Matthew Steele ist. Ihr seid gewachsen seit unserer letzten Begegnung. Die Brüder und ich brauchen Hilfe, Matthew. Wie ihr sehen könnt, ist die Brücke zu unserem Kloster eingestürzt. Oh. Versorgt uns mit Holz und Steinen, damit wir die Brücke reparieren können. Dann geben wir euch eine Schafherde dafür. Ja, das würde ich gern machen. So, da kommt der Typ schon mit dem Holz und hat 7% schon abgeschlossen. Das ging ja erstmal fix. So, wir müssen Brücke über Stein, aber haben nicht genug Holz dafür. Ah, da kommt Holz, da können wir jetzt einen Steinbruch hier hinsetzen. Und auch 2 Ochsenjochs, die dann die Steine zum Vorratslager bringen. Eure Beliebtheit steigt. Stronghold ist ein Strategiespiel. Also Stronghold 2, alle Strongholds waren bis jetzt Strategiespiele. Hat sich jetzt nicht viel geändert von der Spielart, in dem Grafik ist ein bisschen besser geworden. Ja, das ist eigentlich auch alles schon. Ihr macht das gut, Master Steel. Echt? Aber eilt euch! Die Brüder müssen eine wichtige Mission erfüllen und eine heilige Reliquie wieder beschaffen. Okay. Ich eile. Das passt da nicht hin, my lord. Dankeschön, dass du es mir sagst. Ja. Das passt da nicht hin, my lord. Jetzt bauen die hier einfach mal die Brücke auf. Haben die schon 50% und bleib bei 50%. Die schleppen das Holz hin und bleib bei 50%. Ah, egal. Schleppen sie eben weiter Holz, das es aber gar nicht bringt. Die warten wahrscheinlich jetzt auf Stein. Komm, macht hin, ey. Was macht ihr da? Boah, die chillen alle. Kratzen sich am Kopf. Und gucken in den schönen Himmel. Gucken wir mal die Karte an. Ja.
Ja, die Karte ist jetzt nicht gerade Bombe, aber ja. Das muss einfach mal gut sein. So, wir sehen hier die erste Steinlieferung. Nein, die kommt noch nicht. Doch, da kommt die erste. Mit dem Paulchen. Ja, dem Paulchen. Und wie heißt der Anführer von ihm? Das Essen hier ist so Thomas langweilig. Großhirt. Bringt Stein zum Vorschlag. Ochsenführer. Super. Und die chillen da immer noch und warten auf Stein. Sag ab nix. Was sagt er? Ja, rumzustehen ist so langweilig. Okay, ja. Dann kriegst du eben jetzt Arbeit hier. Nee, er ist leider nicht Holzfäller geworden. Er hat sich wieder hingehockt. Das wäre doch einfach Holzfäller. Nein, die hätte ich wieder nicht erwischt. Na egal, dann wird er eben nicht Holzfäller. Dann muss ich eben weiter rumgehen und das immer das gleiche sagen. Ah, die Mönche so bringen wieder Sachen zur Brücke. Also einen ganzen Haufen Steine jetzt. Die ganze Mannschaft voller Steine. Und wir sehen die tolle Brücke, die immer mehr und mehr aufgebaut wird. Und die ist 100% fertig. Das ist nicht mehr. Und die verschwinden einfach. Und da kommen schon die Mönche zum Weg zur heiligen Reliquie. Um sie zu retten. Nee, die hätten nicht einfach durch diesen 1,20 Meter breiten Fluss gehen können. Das war ihnen wohl nicht möglich, denn das Wasser ist ja auch so tief hier. Na egal. Und die laufen hier schön in... Oh, wir sind fertig. Danke, junger Matthew. Jetzt können die Brüder mit ihrer Suche beginnen und ich kann mich wieder meinen Pflichten widmen. Oh, da kommen die Schafe schon. Oh, und hier sind auch die versprochenen Schafe. Danke, Bruder Jakob. Ich werde Sir William Mitteilung machen. Großartig. Was soll ich mit Schafen? Jedem ein Schwert geben und sie in die Schlacht schicken? Was gibt es, Barclay? Jemand war in meiner Burg. Ich dachte, ihr solltet das wissen. Wer war es? Es waren zwei. Den Jüngeren kenne ich nicht, aber der andere... Ja, wer war der andere? Aus der Distanz sah er aus wie ihr, Devereaux. Wie interessant. Ich habe sie aufgespürt. Ich dachte, dass ihr euch um sie kümmern könntet. Das könnte ich, aber warum geben wir nicht unserem Freund Olaf noch einen prallen Beutel Gold? Gute Idee. Mein Bruder lebt also noch. Pascal Devereaux, der Falke. Bestimmt nicht so ein angenehmer Zeitgenosse. Ja, das ist der Sieg für uns. Das heißt, das Game oder das Let's Play ist hiermit beendet. Denn die nächste Mission dauert etwas länger. Und die passt hier jetzt nicht mehr in die Zeit rein, deswegen würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Let's Play von Stronghold 2.